Revision 462. Hallo und herzlich willkommen bei Revision 462, einer ganz besonderen Episode, denn wir reden heute über eins meiner Lieblingsthemen, Testing. Ich weiß, ein Lieblingsthema vieler Entwickler und Entwicklerinnen. Ich bin Vanessa, mit mir heute auch noch von den Hosts dabei ist der Hans. Hallo. Servus, guten Abend. Guten und Abend. Wir haben heute auch einen Wiederholungstäter. Wir haben den Tim Seckinger dabei, war schon mal bei der Revision. Jetzt habe ich sie gerade verloren, aber ich glaube, wir kommen gleich nochmal drauf, welche Nummer das war zum Nachhören. Da ging es auch schon mal generell um das Thema Frontend-Testing im Allgemeinen. Bevor wir gleich zu Tim kommen, wollte ich noch Bescheid sagen, dass es bei Patreon auch wieder was Neues gibt. Und zwar haben wir mit neu an Bord den Frako. Hallo Frako, wir freuen uns, dass du bei uns dabei bist. Und damit kommen wir zu Tim. Hallo, du warst zwar schon mal dabei, aber für alle, die deine Episode noch nicht gehört hatten, möchtest du dich kurz nochmal vorstellen? Hi, ja, die Episodennummer habe ich gerade genauso wenig im Kopf wie du, da kann vielleicht der Hans höchstens helfen. Ja, das ist die 436 gewesen, im August letzten Jahres war es tatsächlich. Ja, genau, paar Monate in der Vergangenheit, da konnte ich mich noch dran erinnern. Genau, ich bin der Tim, ich wohne in London, komme aus Deutschland, wie man vielleicht hört. Bin auch relativ viel in Deutschland, vor allem gerade in der Situation, die seit 2020 andauert, wo es in London ja im Moment auch wieder eher schlecht aussieht. Ich mache JavaScript und TypeScript, vor allem TypeScript seit einigen Jahren. Nicht nur Frontend, aber ich würde sagen, am Ende des Tages hauptsächlich Frontend, weil es mir vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht und vor allem aber, weil das gefühlt immer am meisten von mir gebraucht wird. Also habe auch schon Fullstack gemacht. Aber in jedem Fall ist es immer eine Menge JavaScript, eine Menge TypeScript und halt Webtechnologien, die sonst noch so dazu gehören. Das ist so, womit ich mein Geld verdiene. Und in der Freizeit, da habe ich mich seit, weiß gar nicht, mindestens 2 Jahren immer mal wieder bei Jest eingebracht. Das ist das größte JavaScript- und TypeScript-Testing-Framework, ein Open-Source-Projekt. Und da bin ich einer der wenigen, die in der letzten Zeit da ein bisschen Zeit für gefunden haben, um das auch tatsächlich weiterzuentwickeln. Ja, das wäre es erstmal von mir soweit. Sehr cool. Danke auf jeden Fall, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, bei uns auch mit am Start zu sein. Und ich glaube, letztes Mal in der Revision 436 haben wir zum Thema Frontend Unit Testing, wie du, Vanessa, eben schon sagtest, gesprochen. Und heute wollen wir mal ein bisschen tiefer in Jest einsteigen, ne? Du hattest ja jetzt schon gesagt, dass du bei Jest auch voll mit dabei bist, nämlich als Core oder als Contributor, als einer der wenigen, die sich da bemühen. Aber was macht denn Jest eigentlich so besonders? Ist das nicht irgendwie gebackt noch von Facebook? Genau, also dann vielleicht erstmal kurz ein bisschen zur Geschichte. Also Jest ist entstanden mittlerweile, glaube ich, vor über 10 Jahren müsste es gewesen sein. Ähnlich wie React intern bei Facebook, also auch im ähnlichen Zeitraum, und sah damals aber noch sehr, sehr anders aus. Also auch bei React zum Beispiel hat sich ja sehr viel verändert, aber bei Jest würde ich mal sagen, ist es wahrscheinlich sogar noch dramatischer gewesen, denn Open Source wurde Jest dann so, ja, nagelt mich nicht auf was Genaues fest, aber so gegen 2014 oder sowas, und da
wurde es allerdings erstmal nicht so gut angenommen, verständlicherweise auch, bis dann der Christoph Nakazawa von Facebook, damals hieß er noch Christoph Poja, sich dem Ganzen angenommen hat und eben bezahlt von Facebook wirklich Vollzeit einfach nur daran gearbeitet hat, Jest einmal komplett general zu überholen. Da waren dann zwischendurch auch immer mal wieder noch einige andere Leute von Facebook Vollzeit oder teilweise beteiligt, da große Improvements zu machen. Aber der Christoph hat das Ganze eben irgendwie getrieben. Und dann innerhalb von wirklich relativ kurzer Zeit, 1-2 Jahren, hat sich das Bild wirklich komplett geändert. Und Jest ist jetzt in den letzten 5 Jahren das beliebteste Framework für Unit-Testing oder generell Testing in JavaScript und TypeScript geworden. Ja, und jetzt im Moment ist es so, dass es ein Team von, naja, ich würde sagen, vielleicht 3 Leuten nur gibt, die regelmäßig mal was bei Jest machen. Also sich Issues anschauen, PRs senden, PRs reviewen. Hauptsächlich ist das, schon seit ich mich erinnern kann, immer der Seaman aus Oslo, aus Norwegen gewesen. Der macht wirklich mit Abstand am meisten. Und ich selber finde immer, ja, gefühlt immer seltener Zeit, um da noch groß was zu machen. Zuletzt vor 2 Monaten im November 2020 habe ich nochmal den einen oder anderen PR fertig gemacht. Und ansonsten hat sich das in der letzten Zeit viel auf nur Issues triagen und PRs reviewen und sowas beschränkt, aber die Zeit selber Großcode zu schreiben hat irgendwie gefehlt. Von Facebook ist im Moment und auch in der letzten Zeit niemand mehr Fulltime oder irgendwie signifikant ja bezahlt worden, um an Jest zu arbeiten. Insofern man kann schon sagen, dass die Weiterentwicklung ein bisschen stagniert ist. Heißt nicht, dass wir nicht irgendwie, sag ich mal, größere Projekte noch durchkriegen. Das passiert schon noch, vor allem auf Initiative von Seaman und oft auch durchaus durch Contributors, die nur für 1-2 PRs, vielleicht für ein großes Feature mal da sind und dann wieder verschwinden. Aber der Pace, in dem irgendwie Features dazukommen, hat durchaus nachgelassen, muss man sagen, im Vergleich zu den frühen Jahren von Open Source Jest. Und der Issue Backlog von offenen Issues wächst leider Gottes auch immer weiter. Aber ja, das ist so ein bisschen die Geschichte und der aktuelle Zustand von Jest. Vielleicht können wir bestimmt im Laufe des Podcasts dann auch gleich noch über die Zukunft reden, zumindest die nahe Zukunft. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, um das Thema sozusagen auch dann zu schließen. Was glaubst du, woran das liegt, dass im Moment recht wenig, sag mal mal, da vielleicht auch Unterstützung von Leuten stattfindet? Glaubst du, es liegt daran, dass es einfach, dass Jest auch ein Stück weit ausentwickelt ist? Gute Frage. Nein, würde ich nicht sagen. Mir fallen schon eine Menge wirklich große Dinger, sowohl Features als auch größere, grundlegendere Bugfixes ein, die man noch machen müsste. Was man vielleicht sagen kann, einige dieser Dinge erfordern relativ grundlegende Rewrites und insofern kann man vielleicht höchstens sagen, würde man da noch, sag ich mal, Jest weiterentwickeln oder würde man Jest neu entwickeln, könnte man da quasi auch direkt ein neues Projekt starten, sich, sag ich mal, Teile von Jest abschauen, aber ansonsten von brandneu aufschreiben. Also ja, es ist weiterhin, würde ich sagen, relativ polished. Viel davon kommt eben aus der früheren Zeit und hält auch noch ganz gut. Aber es gibt schon irgendwie grundlegende Areas, wo ein bisschen Cleanup nicht schaden würde.
zu wenig zu tun in dem Sinne, kann ich auf jeden Fall sagen, gibt's nicht. Um das Ganze ein bisschen zu relativieren, muss ich natürlich sagen, ich glaube, das geht fast jeder Codebase so, die älter als 5 Jahre ist, dass man sich denkt, wir müssten hier eigentlich mal, also so hier tief mal so reingreifen und dann mal so was Grundlegendes ändern. Das ist halt einfach so der Verlauf von Entwickeln. Was ich auf jeden Fall zustimmen kann, ist einerseits aus persönlicher Erfahrung, aber man kann es auch einfach bei den GitHub-Stars sehen, dass Jest wirklich, wirklich beliebt bei den Frontend-Leuten ist. Also ich glaube, da gibt es ja über 33.000 Sternchen auf GitHub. Jetzt verglichen mit Cypress, das hätte jetzt 24.000. Also das ist da wirklich schon ein Spitzenreiter. Und auch wenn ich bei Cypress zum Beispiel schaue in die Liste der Contributors, auch da sehe ich jetzt, sagen wir mal, 4 bis vielleicht 5 Core-Contributor. Ich weiß es nicht genau, ich gehe jetzt nur nach den Commit-Stats, aber da einfach mal zur Relativierung, das ist jetzt bei Cypress vielleicht auch nicht anders und wird jetzt bei Cypress auch in 5 Jahren auch so sein. So, wir müssen da eigentlich mal ran. Aber sehr spannend auf jeden Fall zu wissen, dass zum Beispiel von Facebook jetzt niemand so aktiv dabei ist, weil das weiß ich ja. Ohne dich hätte ich das jetzt gar nicht gewusst. Und ich sehe halt einfach bei GitHub, das ist Facebook Jest und ich verbinde das schon sehr stark damit. Also super interessant. Ja, ist vielleicht auch, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich denke mal, das sehen auch die meisten wahrscheinlich, wenn sie sich das Ganze anschauen. Es ist ja auch wirklich so, dass Facebook das im Wesentlichen mit ihren Ressourcen groß gemacht hat. Also das liegt ja wirklich alles an der Arbeit, die eben unter Facebook gemacht wurde. Und ich glaube halt auch nicht, dass es jetzt irgendwie, ja, wie du sagst, es wird ja immer noch gerne genutzt. Vielleicht sieht Facebook jetzt eben auch nicht, dass da gerade akuter Bedarf besteht, Sachen zu fixen oder Weiterentwicklung zu machen. Und da es so gerne benutzt wird, ist das jetzt, glaube ich, auch nicht groß irgendwie Facebook Open Source image-schädigend und passt schon noch ganz gut in die Reihe von Projekten wie React, wo Facebook ja wirklich auch, glaube ich, im Vergleich zu den anderen großen Tech-Unternehmen im JavaScript-Ecosystem irgendwie am stärksten aufgestellt ist und als das Unternehmen wahrgenommen wird, zumindest habe ich so das Gefühl, was halt irgendwie wirklich die coolste JavaScript-Technologie macht. Ja, also es ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ein Punkt, den du noch aufgegriffen hattest, auch in den Notizen, ist, neben dem Framework an sich gibt es ja auch eine ganzes Ökosystem um Jest drumherum. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, eins, was ich früher häufig verwendet habe, ein Tool war von Airbnb Enzyme, was ja im Endeffekt für Snapshot-Testing nennt man Snapshot Runner oder Snapshot Tester war. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel mehr in diesem Ökosystem von Jest, oder? Ja, es gibt eine ganze Reihe an Stellen, wo man an Jest eben irgendwie, wo man Extensibility hat. Es gibt zum Beispiel einmal die Test Environments. Da kommt Jest im Moment standardmäßig mit 2, einmal dem Node-Environment, wo eben Code getestet werden kann, der in Node laufen soll, und das JS-DOM-Environment, das ist eben eine minimale DOM-Implementierung, wo man dann eben Code testen kann, der normal im Browser laufen soll. Da gibt's eben auch eine Menge Community-gemachte Environments, zum Beispiel das JS-Environment Playwright. Auf Playwright können wir später vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Ja, was gibt's noch? Es gibt auch, man kann auch den ganzen sogenannten Runner austauschen, den Standard Jest Runner austauschen durch einen anderen. Ich glaube, da haben Leute auch schon jetzt, also das konkret wird, glaube ich, nicht benutzt, aber da haben Leute schon ganz wilde Sachen mitgebaut und lassen irgendwie Python-Tests oder können Python-Tests in Jest laufen lassen oder sowas. Was da ein bisschen praxisnäher vielleicht ist, es gibt zum Beispiel den ESLint Runner, also Jest Runner ESLint. Damit kann man seine Lint Rules auf die Codebase direkt in Jest mit ausführen lassen, neben normalen Tests auch, wo dann, sag ich mal, die Testfile eben
oder wo dann quasi jede einzelne Lint-Failure ist dann ein fehlgeschlagener Test-Case quasi im Output von JustSynthia. Also das ist auch noch so ein Beispiel. Ja, es gibt noch eine Menge andere. Watch-Plugins sind vielleicht noch nennenswürdig. Da hookt man in den Watch-Mode rein von Jest, kann wirklich Keybinds machen, die dann irgendwie, während man im Watch-Mode ist, bestimmte Dinge auslösen. Da gibt's wahrscheinlich sogar da gibt's sogar eine Menge relativ weit verwendete Watch-Mode-Plugins, die mir bekannt sind. Das sind so Beispiele für was da im Ecosystem noch entstanden sind. Es gibt auch die Jest Community GitHub Organization. Da ist so ein bisschen eine Sammlung von, ja, nicht offiziellen, eine Sammlung von Plugins und was auch immer, die, sag ich mal, garantiert irgendwie einen gewissen Qualitätsstandard haben und relativ weit verbreitet oder für relativ viele Leute als nützlich erachtet werden. Und da gibt's auch noch die Awesome Jest List, das ist eine von diesen Awesome Lists, die man vielleicht kennt, wo einfach irgendwie eine Menge Sachen aufgelistet werden, die man sich mal anschauen kann und gucken, ob man sie vielleicht zusammen mit Jest einsetzen möchte, ob sie einem was bringen. Ja, ziemlich coole Liste. Also wir versuchen mal alles davon, wenn wir es finden, in die Shownotes reinzuschreiben, weil das war ja wirklich eine gewaltige Liste. Und ich glaube, das muss ich schon wieder sagen, auch da sind Sachen dabei, die ich noch gar nicht kannte, wobei ich jetzt auch noch nie versucht habe, Python-Tests im Test laufen zu lassen. Aber der ESLint-Runner ist, glaube ich, einfach so ein kleines, nettes Goodie, was man so benutzen kann. Ja, das finde ich auch immer sehr angenehm, das Lint-Output direkt mit dem Test-Output zu sehen. In dem Projekt, wo ich jetzt gerade bin, führen wir wirklich ESLint gar nicht mehr direkt aus. Auch nicht mal in der Pipeline. Das ist einfach integriert zusammen mit dem restlichen Jest-Output. Am Ende ist es ja auch nur eine Art von Testing, halt als statisches statt dynamisches Testing, also ohne den Code tatsächlich auszuführen. Aber ja, das verwende ich auch immer wieder gerne. Das versuche ich in eigentlich so ziemlich jedem Projekt unterzubringen, wo man eben Jest und ESLint schon hat. Ja, ist mir jetzt auch noch nicht, oder ich habe es jetzt noch nicht genutzt selbst, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich einige Sachen, glaube ich, da auch ein bisschen, sagen wir mal, noch nicht ganz auf der Höhe bin. Du hast ja schon angesprochen, dass ja Jest jetzt auch in der nahen Zukunft sich noch ein bisschen ändern wird, wenn ich jetzt die Zukunft zumindest nicht verschlafen möchte. Was hast du da denn im Kopf gehabt über dass ihr jetzt euch gerade unterhaltet im Team auch? Also erstmal, es wird wahrscheinlich bald das nächste Major Release geben, das ist dann Jest 27. Da kommen so ein paar coole, kleinere Features mit, zum Beispiel bei den Inline-Snapshots, wer die kennt, da war es bisher so, dass man die irgendwie nur verwenden konnte, wenn man Prettier in seinem Projekt hat, damit die Tests oder die Files, die JavaScript-Files, die es wieder rausschreibt, irgendwie überhaupt in dem gewünschten Format wieder rausschreibt. Die Limitierung wird aufgehoben. Das ist schon in Master. Da haben wir einen Weg, wie man das umgeht. Das ist zum Beispiel für ein kleineres Feature, was vielleicht einige Leute freuen könnte. Ja, es gibt einige größere Sachen, zu denen wir leider jetzt irgendwie nie so richtig die Kapazitäten hatten, die vielleicht in der nicht so nahen Zukunft passieren werden. Zum Beispiel bedarf die Konfiguration sowohl, ja, vor allem die Config-Files, wahrscheinlich auch die CLI-Konfiguration, wenn man es mal so nennen möchte, bedarf, glaube ich, oder finden wir, einem Overhaul. Da sind einfach unnötige zwei Options, die das Gleiche tun im Endeffekt oder mit denen man das Gleiche erreichen kann. Da sind Inkonsistenzen drin, wie manche Options sind irgendwie Glob-Patterns, manche sind Regexes, die sich halt irgendwie auf File-Paths beziehen. Sowas alles wäre nett rauszukriegen, da gibt es auch ein Tracking-Issue für, ist schon länger geplant, hatten die Ressourcen, um das irgendwie umzusetzen, sind leider nicht da. Was man noch sehen wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit oder wo die User was von mitbekommen werden, ist, es wird Jest war lange ziemlich
Batteries included, wie man das so nennt. Also es kam irgendwie alles mit. Alle großen Features haben direkt out of the box funktioniert. Einmal installieren, einmal ausführen, fertig. Jetzt gibt es immer wieder Beschwerden über ja einerseits Performance und andererseits teilweise auch Install Size. Also irgendwie Jest mit allen Dependencies sind schon ja sehr viele MB, die man da installiert. Und so wird es zum Beispiel die Änderung geben, dass erstmal in Jest 27, also im nächsten Major Release schon, das Standard Environment, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, was das ist, geändert wird von JS DOM auf Node. Der Grund dafür ist, dass Leute, die ihre Tests einfach mit der Default-Konfiguration ausführen, die aber eben vielleicht gar keinen Browser-Code schreiben, sondern Code, der in Node.js oder sonst wo man keinen Browser hat, läuft, die Tests unwissentlich in einem DOM-Environment ausführen, was sie gar nicht brauchen. Und dieses DOM-Environment hat pro Testfile, ich weiß gerade die konkreten Numbers nicht, aber dieses DOM-Environment ist der dominante Faktor für den Overhead, den man pro Testfile hat. Das heißt, mit jeder Testfile, die man da erstellt, wird ein DOM-Environment extra für diese Testfile eingerichtet und das dauert ewig. Das dauert besonders schlimm auf Windows, wo diese ganzen File-IO-Operations auch nicht so schnell sind und so weiter. Damit holt man sich einen riesen Overhead rein und das wird ersetzt eben bei Default durch das Node-Environment und wer eben ein DOM-Environment braucht, wird das konfigurieren müssen. Muss man natürlich noch dazu sagen, viele, die Browser-Code schreiben, verwenden Jest halt vielleicht auch weniger direkt, zum Beispiel durch sowas wie Create React App. Idealerweise ist es natürlich so, dass, oder in diesen Fällen wird es natürlich so sein, dass da gar keine Änderung notwendig sein wird, weil Create React App diese Änderung eben direkt für die User machen wird. Aber ja, das ist zum Beispiel so ein Breaking Change, der bald kommen wird, den man zu spüren bekommt, der aber eben ja vielen auch was bringen wird, die da, sag ich mal, for free Performance Gewinn kriegen, den sie sonst nicht gehabt hätten. Was, jetzt hatte ich gerade noch gesagt, nicht nur Performance, sondern Install Size haben sich auch noch Leute drüber beschwert. Bei solchen Sachen, wo man eben, sag ich mal, jetzt diese zwei Environments zum Beispiel hat, sowas gibt's auch noch an anderen Stellen, da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht in Jest 27, aber dann vielleicht danach, Jest 28 oder so, auch wirklich anfangen, Packages gar nicht mehr mitzuschippen, sondern halt, die wird man dann halt separat installieren müssen. Also wenn man dann JS DOM will, muss man das nicht nur in die Config reinschreiben, dass man ein DOM-Environment will, sondern man muss vorher halt auch irgendwie das Package Jest Environment JS DOM installieren, um, ja, und das schützt dann halt, sag ich mal, Leute, die es halt gar nicht brauchen, davor sich irgendwie riesige Install-Sizes oder sowas ins Projekt zu holen. Okay, ja. Du hast aber auch im Vorgespräch gesagt, dass es halt ein paar Dinge gibt, die du vielleicht auch generell so, sagen wir mal, in der Zukunft von Tools wie jetzt Jest siehst, zum Beispiel, wenn man mal sich die APIs anschaut, ja. Du hast ja eben schon gesagt, jetzt so, keine Ahnung, irgendwie wie CLI, dann die Optionen da sind, das ist ein bisschen etwas, was man mal aufräumen könnte oder so, aber grundsätzlich gibt es ja auch so Funktionen, die sehr gesetzt sind in Frameworks, die jetzt zum Testen vorhanden sind, und zum Beispiel so ein Zyklus, wie ein Test lebt, beispielsweise ist eine Sache, man hat immer seinen Describe-Block, in dem Describe-Block kann man ein paar Sachen vorher, bevor ein Test ausgeführt wird, kann man diese Sachen ausführen und danach, da gibt's halt before each oder before all Funktionen, die ja aber alle schon, sag ich mal, sehr lange vorhanden sind. Wie ist denn deine Ansicht dazu? Gibt's da Verbesserungsbedarf? Ja, also das, was du da ansprichst, diese before all Struktur oder also diese Hooks-Struktur, before all, before each, after all, after each, eigentlich auch unter diesen Namen sogar, die gibt's ja schon die war beim JavaScript-Testing irgendwie schon immer so. Jasmine ist ja irgendwie so ein uralt Framework.
wovon man sogar noch Bruchstücke im Jest, in der Jest Codebase finden kann, was das auch schon so gemacht hat, vor, ja, deutlich mehr als 10 Jahren. Da, es gibt auch, wenn man den Jest Issue Tracker durchsucht, da gibt's auch Issues zu. Da hatte ich zum Beispiel vor 2 Jahren mal die Idee und genauso oder ähnlich haben auch schon andere Leute im Issue Tracker die Idee geäußert, vielleicht so ein bisschen inspiriert von React Hooks oder spezifischer dem Use Effect React Hook, für die Leute, die React kennen, dass man ja eigentlich in der Regel in so einem Before Each und zugehörigen After Each so ein bisschen Setup und Cleanup macht, und die ja eigentlich zusammengehören. Und insofern gibt's da zum Beispiel Idee, dass so ein irgendwie Around Each oder wie auch immer man das nennen mag, doch eigentlich ganz nett wäre. Da könnte man zum Beispiel auch verhindern, dass das, was viele Leute jetzt immer machen müssen, ist irgendwie irgendwelche Variablen deklarieren außerhalb des Hooks und dann im Before Each in die Variable reinschreiben und im Before und im After Each wieder aus der Variable rauslesen oder sowas. Also ich denke, das könnte man schon nochmal deutlich schöner lösen. Das ist sogar was, da muss man vielleicht ein bisschen einen Prozess um das Design starten, dass man da mal irgendwie alle Beteiligten involviert und mal drüber diskutiert, wie diese API am besten designt würde. Aber das wäre wahrscheinlich ja sogar was man sogar ohne Breaking Change hinkriegen könnte, eben optional als Alternative zu der existierenden API. Also ja, auch da würde ich sagen, da ist ein bisschen was in die Jahre gekommen. Und da würde ich auch behaupten, also wenn ich es heute designen müsste, würde ich es, glaube ich, tatsächlich anders machen. Ja, das ist natürlich so eine Frage immer, wie man dann auch voranschreitet, ne? Gerade auch, wenn man dann so eine große Userbase hat. Du sagtest ja eben schon, wenn man keine Breaking Changes introducen muss, ist natürlich immer gut. Aber genau solche Changes wären es ja. Siehst du denn da auch andere Punkte vielleicht noch aus der Community auch, die ihr jetzt schon habt? Du hast eben ESLint-Plugins oder Ähnliches angesprochen, die es auch mal wert wären, vielleicht zu betrachten. Oder ist gerade dieser Schritt, den du davor genannt hast, nämlich das Rauswerfen von gewissen Themen, wie jetzt ein JS-DOM, ist das eher etwas, was du weiterhin befürworten würdest? Die Frage ist quasi, sag ich mal, sollten mehr Sachen in den Core-Umfang von Jest jetzt noch reinkommen? Ja, genau, so ein Stück weit. Oder gibt es halt Funktionen, können es ja auch sein, ne? Muss ja gar nicht unbedingt sowas wie so ein vollwertiges Plugin sein. Ja, na gut, ist natürlich. Hast natürlich recht. Ich habe jetzt auch bei sowas wie diesem Config-Rework oder so, habe ich, sag ich mal, jetzt von Sachen gesprochen, die halt nicht in dem Sinne Erweiterungen, sondern eher Änderungen sind. Muss ich mal scharf überlegen. was ich vielleicht sehe, wäre, und das sind jetzt nicht, das sind eigentlich, ich glaube, das meiste, was ich hier jetzt sage oder vorschlage, sind jetzt nicht mal irgendwie persönliche Ideen von mir oder wo ich der Einzige bin, der das befürwortet, sondern ich denke mal, zu all dem wird man auch was im Issue Tracker finden, weil das schon mal vorgeschlagen wurde. Was ich auf jeden Fall, denke ich, sehe, was cool wäre, wäre eine bessere Integration von Jest mit echten Browsern. Mhm. Da gibt es im Moment noch nicht wirklich eine gute Möglichkeit, das ja so zu integrieren, dass es sich wirklich echt anfühlt. Mit Playwright, was ich schon mal erwähnt habe, kann man da ein bisschen fancy Sachen machen. Da kann ich auch später nochmal drauf eingehen. Aber irgendwie Jest im Browser ausführen, das geht nicht so wirklich. Ich weiß nicht, wenn ihr Code Sandbox kennt, das ist halt so ein beliebter Online-Editor für JavaScript, HTML, CSS und so weiter Code. Die führen so ein bisschen eine sehr abgespeckte Version von Jest im Browser aus, aber ohne die ganzen CLI-Parts und
ohne das Ganze parallelisieren in mehreren Prozessen und so weiter. Aber ja, bessere Integration mit Browsern wäre auf jeden Fall eine coole Feature-Area, wo ich Wünsche hätte. Ist aber ein ultra schweres Thema. Also das ist ein Riesenprojekt, in welcher Form auch immer genau man da jetzt was umsetzen möchte. Ich habe gleich eine Frage dazu. Ich wollte noch zwei Punkte zu den vorherigen Themen sagen. Das eine mit den Feature-Requests wie kleinere Install-Größe. Also, falls jemand das Problem vielleicht noch nicht gekannt hatte, es gab ja dieses Projekt Zapper, ich weiß es selber auch nie, von Svelte, dieses quasi das Next oder das Next von Svelte. Und da war es so, dass Cypress zum Beispiel nicht in den Dev-Dependencies dabei war. Und dann gab es eben Issues aufgemacht, hey, irgendwie Cypress kann nicht installiert werden, weil es steht nicht in den Dev-Dependencies. Und das dann damit beantwortet wurde, so, ja, weil wir nicht wollen, dass die Node-Modules größer und größer werden. Und wir gehen eher davon aus, dass das Entwickler und Entwicklerinnen eher global schon bereits installiert haben. Also diese Install-Größen sind wirklich schon ein Ding. Ich bin jetzt auch so ein bisschen verwöhnt. Ich habe immer ein MacBook. Ich sage immer Bescheid, gib mir eine große Festplatte, sonst kann ich damit nicht arbeiten. Von daher hatte ich persönlich das Problem noch nicht, aber es scheint dieses Problem auf jeden Fall zu geben. Der zweite Punkt mit den React-Hooks, was wir gerade hatten mit Around Each. Nur falls jemand nicht gerade super familiär mit React ist, ich bin es zum Beispiel gar nicht. Wir hatten die Revision 385, ist jetzt ein Ticken älter, da hatten wir über React-Hooks gesprochen, aber auch die Revision 401. Falls jemand sozusagen in der History des Webs von vor 3 Monaten nochmal nachhören möchte. Und jetzt quasi zu der Frage. Du hast ja gerade beschrieben, du hättest gerne oder gesagt, du hättest gerne besseren oder so echteren Browser-Support. Kannst du darauf nochmal ein bisschen spezieller eingehen für mich jetzt quasi, die nur Code für Browser schreibt, was das genau bedeutet? Was ist der Unterschied? Was fehlt da noch dahin? Naja, also das Ziel, erstmal, was ist das, was wäre denn das Ziel bei sowas? Am Ende der wesentliche Unterschied zwischen einem echten Browser und JS DOM ist ja das, wie nah man an dem testet, was ein User hinterher auch sieht von so einer Frontend-Anwendung. Und zum Beispiel äußert sich das in der Form, dass JS DOM ja irgendwie keine Art von Layouting macht. Also da werden nicht wirklich Blöcke auf dem Bildschirm generiert, die irgendwie eine Width und Height haben. Pseudo-Elemente, also CSS wird nicht richtig ausgewertet, Pseudo-Elemente entstehen nicht wirklich in dem Sinne. Manche Sachen, die man versucht im Code, werfen auch wirklich einfach Fehler, weil JS DOM sie nicht implementiert hat. Das möchte man damit im Endeffekt ja, oder das ist zumindest der Use Case, den ich für am wichtigsten halte. Es gibt bestimmt auch Leute, die das aus anderen Gründen möchten, aber warum man da irgendwie den Code in einem echten Browser laufen lassen möchte. Und was dafür aber im Endeffekt nötig ist, ich sehe da vielleicht grob zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, wir lassen einen Jest in Node laufen und haben halt im Browser irgendeinen Prozess in der Website, der mit diesem Jest kommuniziert und den Code ausführt. Das stelle ich mir allerdings, glaube ich, sehr schwierig vor. Man braucht eben diesen Kommunikationschannel, da kann man natürlich auch dann keine JavaScript-Objekte in dem Sinn drüber senden, muss alles irgendwie serialisieren. Es gibt sowas mit Playwright, was ich jetzt, glaube ich, zum 10. Mal gefühlt erwähne, kann man so ein bisschen sowas in der Art machen. Aber eine super gute Experience ist noch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre eben, einfach den kompletten Jest-Code in den Browser zu kriegen, also da laufen zu lassen. Und da ist es aber natürlich so, also da muss man jetzt natürlich, man hat zum Beispiel eben nicht diese Prozesse, das heißt, wenn man da jetzt 4 Tests, 8 Tests oder was auch immer parallel ausführen möchte, wie macht man das dann? Da muss man dann wahrscheinlich die Worker-API, irgendwie die Web-Worker-API oder sowas verwenden. Also da muss man, glaube ich, halt auch große Teile von Jest umschreiben, um das möglich zu machen.
Da hat man natürlich auch jetzt kein Terminal, auf das man printen kann. Also muss das Ganze auch irgendwie anders dargestellt werden. Wie kriegt man den Watch-Mode hin, wo man ja normal im Terminal Key-Presses macht und so weiter. Also da öffnen sich eine ganze Reihe von Fragen. Deswegen habe ich auch gesagt, also ist nicht, das ist nichts, was, ich glaube, niemand hat da so ein ganz klares Picture bisher, wie das überhaupt aussehen soll, wie das funktionieren soll. Und es ist halt, auch wenn man das hat, es ist halt ein Riesenprojekt, wo man richtig viel neu schreiben müsste. Aber wäre schön zu haben. Ja, ich glaube, du hast es ja eben schon gesagt, ne? Das Thema Playwright ist etwas, was dich auch sehr beschäftigt jetzt. Du hast es ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, vielleicht sollten wir dann einfach mal darauf eingehen. Was ist denn Playwright eigentlich genau? Playwright, das ist, Vanessa hatte vorhin vor dem Podcast schon kurz gesagt, quasi eine Art Nachfolger von Puppeteer. Puppeteer ist quasi das Playwright, nur dass es nur Chrome konnte. Genau. Und zwar ist das im Endeffekt eine Browser-Automation-Library. Das heißt, man hat da Funktionen, mit denen man einen Browser steuern kann, mit dem man da eine Website aufrufen kann, mit dem man JavaScript darin evaluieren kann, mit dem man die Elemente auf der Page inspizieren kann. Das ist erstmal Playwright. Das ist ein Microsoft-Projekt oder zumindest unter der Microsoft-Organisation, aber eben Open Source. Und kann man vielleicht auch ein bisschen als Ersatz für was auch immer man früher für Lösungen für End-to-End-Testing hatte. Selenium fällt da natürlich als großes, aber auch altes Ding ein. Also ein bisschen als Ersatz dafür betrachten, wenn man es möchte. Also ich kann jetzt nicht dafür sprechen, wie gut man damit eine riesige Selenium End-to-End-Test-Codebase ablösen kann. Wollte ich jetzt nicht implizieren, aber ja. Und vielleicht, wenn ich direkt zu Jess mit Playwright übergehen soll. Ja, gerne. Also es gibt auf jeden Fall, ich glaube in der Playwright Community Organisation, wenn ich mich nicht täusche, gibt es auch einen Jest Environment Playwright. Da das setzt einem im Endeffekt für jede Testfile schon mal so eine brandneue Playwright Browser Umgebung auf und gibt einem irgendwie eine Page, wo man dann halt einfach direkt so ein Page-Objekt hat und zu bestimmten Webseiten navigieren kann oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall schon mal nützlich. Damit kann man gut End-to-End-Testing hinkriegen. Was ich vielleicht noch kurz erwähnen könnte, Playwright supported Chromium, Gecko, also Firefox und auch WebKit, was ja in Safari verwendet wird. Und damit sind eben alle modernen großen Browser oder alle modernen großen Desktop-Browser mindestens abgedeckt. Da es eben WebKit ist und nicht das ganze Safari oder so, ist das auch problemlos Cross-Platform möglich. Also alle drei Browser können Cross-Platform ausgeführt werden. Das heißt auch auf CI wunderbar ohne Probleme. Das heißt, irgendwie Cross-Browser-Testing, um da irgendwie browserspezifische Probleme auf einer Website zu finden, kann man damit auch machen. Default ist, glaube ich, Chromium. Aber ja, genau, also es gibt dieses Jest Environment Playwright, was man für End-to-End-Tests ganz gut und vor allem einfach aufzusetzen verwenden kann. Generell ist Playwright relativ einfach und in meiner beschränkten Erfahrung bisher relativ sauber und unproblematisch funktionierend. Was ich noch persönlich ganz cool finde, das habe ich in der letzten Zeit ein paar Mal benutzt, ist eben gar nicht mal für End-to-End-Tests in dem Sinne, wo man ja normalerweise jetzt, sag ich mal, ein Frontend starten würde, wahrscheinlich auch ein Backend starten würde, außer man hat ein Frontend, was irgendwie komplett eigenständig ist und dann da auf Localhost 3000 oder Localhost 8080, was auch immer, einen End-to-End-Test abfeuern würde. Was ich in der letzten Zeit ein bisschen gemacht habe, ist Playwright gar nicht mal für solche End-to-End-Tests zu benutzen, sondern quasi als kleiner Zusatz zu meinen normalen UI-Tests. Das finde ich nämlich ganz spannend. Da kann man nämlich, wenn man jetzt mal ein Element hat und oder wenn man jetzt eine Component hat und feststellt, ich wollte das jetzt gerade in meinem JS-DOM-Environment testen, aber da kann ich das gar nicht testen, weil, weiß ich nicht, ich
die Komponente basiert stark auf CSS Pseudo Elements und die ignoriert JS DOM ja konsequent und rendert sie gar nicht als Text oder was auch immer. Oder ich möchte das Layouting, wirklich das echte Layouting von der Komponente testen. Habe ich da ein nettes Module gefunden, was sich DOM to Playwright nennt und ist extrem wenig verwendet, ist auch ja wahrscheinlich noch ein bisschen obskur und von einer Person gemacht, ist auch gar nicht viel, glaube ich, also gar nicht viel Code. Aber was es tut, ist, wenn ich eben meine Playwright-Instanz habe und gleichzeitig aber normal in meinem Code ins JS DOM Environment die Komponente render mit Enzyme, hast du vorhin einmal erwähnt, was für React verwendet wird, oder React Testing Library ist ja auch was Großes für React, und für andere Frameworks gibt's natürlich entsprechende Sachen, die das da lokal ins JS DOM rendern. Dann kann ich danach einen Call machen, DOM to Playwright, und was das macht, ist, es serialize quasi das ganze DOM einmal, also wirklich den kompletten HTML-Content mit allen Stylesheets, die da dranhängen und so weiter, schiebt die rüber in den von Playwright gesteuerten Browser, was mit Playwright wirklich echt leicht geht. Also man kann halt über die Playwright API einfach komplett einmal das HTML setzen, also den ganzen Page-Content setzen. Ja, und dann hat der echte Browser es gerendert mit der Rendering- und Layouting-Engine vom Browser. Und dann kann ich die Playwright Eval und sonstige APIs benutzen, um da eben ja ein paar Sachen auszuwerten im Browser und zu gucken, was der Browser denn da gerendert hat. Dann bekomme ich die wieder zurück in meinen Jest Run und kann da Assertions drauf machen. Und das ist eine echt coole Entwicklung, wie ich finde. Wenn ich so drüber nachdenke, die war wahrscheinlich auch schon mit früheren Sachen möglich, also sicherlich mit Puppeteer, hat vielleicht auch schon jemand gemacht, und eigentlich auch mit Selenium vor vielen Jahren. Habe ich aber vorher noch nie so drüber nachgedacht und jetzt das erste Mal mit Playwright irgendwie verwendet. Und das, auch wenn es natürlich deutlich langsamer ist, weil man eben einen echten Browser spawnt, und umständlicher zu schreiben ist im Test, weil es eben noch nicht wirklich seamless ist, sondern man merkt schon noch, dass man da was in Playwright reinsynken muss, nachdem man Sachen klickt, auch nochmal synken muss, weil es eben nur ein DOM-Snapshot ist. Auch wenn das halt noch nicht super seamless ist, ist das schon irgendwie, finde ich, ziemlich cool und spektakulär und erlaubt einem Sachen, die man eben in einem JS-DOM-Environment nicht so wirklich machen kann in seinen Tests. Ja, absolut. Also bei Playwright, du hast es ja vorhin gerade schon gesagt, du benutzt es manchmal gar nicht so für End-to-End, sondern eher so für UI-Tests. Und das war an sich auch so der Gedanke von Playwright. Also wenn man jetzt auf die Seite selber geht, da steht erstmal nirgends was von End-to-End-Tests, sondern eigentlich ist es ein Automated UI-Testing-Tool. Ja, wie du sagtest, ist es quasi der Nachfolger von Puppeteer, oder beziehungsweise es ist das Puppeteer nur für alle vier Browser, sind es ja, glaube ich, weil Edge, ich meine, mit Chromium ist Edge da sowieso dabei, aber auch Edge war vorher schon weiterhin unterstützt, und bei Playwright haben sie einfach extrem viel Wert drauf gelegt, dass es eine gute Developer Experience hat, also eben nachdem halt einfach sehr viel Unzufriedenheit mit Selenium da herrschte, dass es den Entwicklern und Entwicklerinnen da einfach fällt, da was zu machen. Ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, aber mir hat da das Marketing gefehlt. Ich habe nur 10 Herzchen bekommen. Können wir ja nochmal verlinken, vielleicht werden es dann. Das steht aber auch nicht mehr, als ich, was ich gerade gesagt hatte. Außer, dass übrigens tatsächlich die Core-Contributor von Puppeteer eben Playwright geschrieben haben. Also dann, Puppeteer war von Google, die sind dann eben weitergegangen zu Microsoft aus mir unbekannten Gründen und haben dann nochmal mit Playwright so ein bisschen von vorne angefangen, damit es wirklich jetzt Cross-Browser ist. Allerdings, sowas wie du gerade beschrieben hast, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, dass das möglich sein könnte. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, also es ist super Opportunity, Möglichkeit, naja. Was ich, glaube ich, bei Jest immer das Problem hatte, waren eher mit Snapshot-Testing. Kann ehrlicherweise daran gelegen haben, einfach an Faulheit, dass ich mich nie komplett am Anfang damit beschäftigt hatte, wann soll ich denn eigentlich Snapshots einsetzen
wofür sind sie da, welche Probleme lösen sie und welche eben nicht. Ich war schon eher oft in der Situation, ich mache einen Testfile auf, ich mache erstmal einen Snapshot-Test und irgendwie hatte ich das Gefühl, manchmal, ich glaube, das ist nicht so gedacht gewesen, wie ich das oft verwendet habe. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Ja, ich weiß gar nicht, ob und in welcher Tiefe wir das in der anderen Episode schon angesprochen hatten, aber gehen wir davon aus, dass alle schon wissen, was Snapshot-Tests sind? Ja, ich denke okay. Schon. Vielleicht sonst ansonsten in einem Satz kann man es ja nochmal sagen. Sonst habt ihr bestimmt auch Content in irgendeiner Episode, wo das erklärt wird. Nee. Aber genau, Snapshot-Tests sind halt im Endeffekt, ich beschreibe das vielleicht jetzt schon mal so wie ich es gerne machen würde, damit sie hinterher richtig eingesetzt werden. Im Endeffekt, wenn ich expect something to equal mein erwarteter Wert schreibe, dann schreibt mir der Snapshot den erwarteten Wert selber. Also der Snapshot-Test schaut sich an, was denn dabei rumkam und schreibt den Wert dann in die Test-File beziehungsweise in eine getrennte Snapshot-File. Ersteres nennt man ingest inline Snapshots, die direkt in der Test-File in der Assertion landen und letzteres eben, naja, nicht inline Snapshots, die in eine getrennte Snapshot-File geschrieben werden. Ja, und dann ist das da einmal serialisiert und dann failt der Test auch, wenn sich das ändern sollte. Also wenn da was Falsches wie bei rumkommt, wie das auch bei einer To-Equal-Assertion wäre. Und auch wenn man aber da mal wirklich jetzt Code geändert hat und jetzt was Neues erwartet, also einen anderen Wert erwartet als zuvor, dann sieht man natürlich diese Failure und kann den aber auch mit einer manuellen Aktion direkt updaten, den Snapshot, und sich da quasi nochmal den tatsächlichen Wert reinschreiben lassen. Wenn man eben sagt, ja, das wollte ich so, ich wollte die Behavior von dem Code hier ändern, das ist jetzt das neue korrekte Ergebnis. Und insofern nimmt der Snapshot einem da eigentlich nur, sag ich mal, die Arbeit ab, den expected Wert zu schreiben. Da habe ich jetzt aber auch schon so ein bisschen angeteasert, wie ich diese Snapshots eben sehe. Das ist ein Ersatz für einen to equal und das würde ich auch nur anwenden, wo ich theoretisch auch einen to equal schreiben würde. Wenn dieser Snapshot 10 Lines lang ist, dann ist das schon mal garantiert nicht der Fall. Beziehungsweise, um mal kurz zu erklären, was dann eben passiert, dann sind da eine Menge Datenpunkte drin in diesem Snapshot. Dann hat man erstens die Eigenschaft verloren, dass der Testcase nur genau eine Sache testet. Also, dass man, wenn man eben eine Test-Failure in der Konsole sieht, welcher Test gefailt hat, dass man sofort weiß, was kaputt ist. Nein, der Test testet dann sehr viel und der Test testet dann, ja, vor allem wenn man DOM-Element snapshottet, auch sehr viele Implementation-Details, weil die genaue DOM-Struktur normalerweise nicht relevant ist, sondern nur eben, was da für Text drin ist, was da für semantisch relevante Elemente drin sind, nicht in wie viele Divs das nochmal verschachtelt ist oder was auch immer. Das sind alles Implementation-Details. Ja, und insofern, langer Snapshot von vielen Lines ist schon mal eigentlich ein fast garantiertes K.O.-Kriterium. Ja, um das mal so als Faustregel zu formulieren, alles, was ich nicht prinzipiell auch noch manuell mit to-equal schreiben würde, würde ich nicht als Snapshot schreiben, sondern da sollte der Test dann eben, naja, sich spezifischere Sachen aus dem Output rauspicken und darauf Assertions laufen lassen oder maximal eben darauf kleine Snapshots machen lassen. Ja, und dann im Zweifel, wenn da eben viel drin war, dann ja, schreibt man mehrere Testcases, die verschiedene Aspekte von diesem Output testen. Und genau. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade noch hinterher schieben wollte, aber vielleicht könnt ihr ja erstmal sagen, ob ihr da noch Gedanken zu habt. Also vor allem hast du mir erklärt, du hast sehr gut erklärt, was quasi das Problem davon ist mit 10 Zeilen Snapshots, und ich glaube, es ist einfach auch eine gute Benchmark, wie man das sehr einfach zu messende Benchmark, wie man das überprüfen kann, ob man da das Richtige tut. Ich kenne einfach verschiedene Situationen, dass Leute das Problem hatten, Projekte übernommen, sonst was, und da waren dann nicht 10 Zeilen Snapshots, sondern wirklich eine komplette
Seite fast. Ich kann gar nicht Single File Component sagen, sondern es war wirklich eine Komposition von Single File Components, wo wir dann nicht bei 10 Zeilen sind, sondern eher bei 2 bis, sagen wir sogar mal, 400 Zeilen als Snapshot. Und naja, wenn man jetzt eine gewissenhafte Person ist und man ändert CSS-Klassen und dann fällt natürlich dieser komplette Test, dann habe ich das schon gesehen, dass Personen wirklich Zeile für Zeile durchgegangen sind, um zu schauen, ob sich tatsächlich jetzt nur die CSS-Sachen geändert haben oder ob wirklich auch was anderes dabei kaputt gegangen ist. Und das ist schon eine tatsächlich ermüdende Arbeit. Ja, und vor allem das hat dann ja, das habe ich jetzt gerade noch gar nicht erwähnt, aber das ist auch ein typisches Problem, das hat dann häufig eben in Konsequenz, also quasi so als Sekundärfolge, nochmal bewirkt das, dass irgendwann, wenn man das wirklich, dieses Problem heftig und an vielen Stellen in der Codebase hat, dass ja, dass die Leute einfach in so einen Snapshot-Failure, ja, Update-Modus gehen. Und die, und auch in Code-Reviews sind diese riesigen Snapshots nicht mehr nicht reviewbar. Also dass da steigt man aus, da hat man einfach keine Lust drauf, sich das alles durchzulesen, was da alles in diesem Diff geändert wurde. Also ja, Snapshots, schön und gut, helfen bei einigen Sachen, aber absolut keine Allheilwaffe, wie sie vielmals eingesetzt wird. So ein paar typische Use Cases, die ich eher vielleicht sehe, sind, also, oder wo ich zum Beispiel Snapshots für einsetzen würde. Ein Beispiel ist irgendwie Console-Output oder Errors, die geworfen werden. Also wenn ich eine Methode aufrufe und da fliegt ein Error, dann kann man mal die Error-Message irgendwie snapshotten, weil die halt irgendwie user-readable sein sollte, ähnlich bei Konsolen-Output. Bei UI-Components auch grundsätzlich gerne, aber ehrlich gesagt, ich snapshotte nicht mal ganze HTML-Elemente, sondern wirklich maximal Texte, also Text-Content höchstens, oder eben irgendwie CSS-Properties vielleicht noch, also irgendwie Padding-Values, wenn sie dann relevant sind, oder Colors oder sowas in der Art vielleicht noch. Ja, und das dann eben, da wird die Komponente dann halt in mehreren Test-Cases mal irgendwie auseinandergenommen und einzelne Aspekte getestet, was sie denn wirklich tun soll und was die für den User essentiellen Dinge sind. Also, dass da Text ist, dass man da was klicken kann, dass die Komponente in einem bestimmten Zustand, weiß ich nicht, Underline-Text hat und in einem bestimmten Zustand nicht Underline-Text. Sowas. Und ich habe da auch ein Beispiel, was ich irgendwie immer wieder erzähle. Das habe ich auch dem Rodney, mit dem ich, der in der letzten Episode, wo ich dabei war, auch da war, dem habe ich das auch schon mal jetzt nicht im Podcast irgendwie das Beispiel erzählt, als wir über das Thema gesprochen haben. Und das Thema geht jetzt schon, ist schon nicht mehr Snapshot-spezifisch, sondern ein bisschen genereller. Nämlich diese Frage, was sind resilient Tests, also Tests, die nicht wegen jedem kleinen Scheiß, wenn ich das mal so sage, direkt rot werden, auch wenn man eigentlich nur, ja, entweder nur Implementation Details geändert hat, die den Test nicht failen sollten, weil die Behavior weiterhin okay ist, oder wenn die Behavior sich marginal geändert hat, auf Weisen, die der User zwar sieht, aber die noch vollkommen im Rahmen sind, im Rahmen des Akzeptablen, im Rahmen der, ja, wo man sagen kann, das ist noch fehlerfreier Code. Und zwar ist das Beispiel irgendwie, ich habe eine Button-Component geschrieben, deswegen finde ich das Beispiel auch so schön, weil das so, ja, sowas braucht jeder und das ist so ein kleines, isoliertes Beispiel. Ich habe eine Button-Component geschrieben, das ist halt ein Text auf einem Hintergrund irgendwie und mit ein bisschen Border und sowas, kann man sich bestimmt vorstellen. Und diese Component hat dann zusätzlich zu dem Text-Content als Property auch noch eine Small-Property, also True-False,
eine Small React Prop war das in dem Fall, wo ich es tatsächlich geschrieben habe. Und wenn man die setzt, dann ist der, dann hat der Button halt eben irgendwie oben, unten, rechts, links jetzt nicht, weiß nicht, nicht 20 Pixel Padding, sondern 10 Pixel Padding jeweils. Und damit wirkt der ganze Button ein bisschen kleiner. Und vielleicht ist die Text Size auch noch kleiner oder sowas. So, jetzt möchte ich natürlich, testen, dass diese Small Prop auch funktioniert. Also, dass sie überhaupt irgendwas tut. Ich möchte die Component ja nicht durchkommen lassen mit, ja, ich akzeptiere diese Prop und mache gar nichts mit ihr. Oder ich erwähne diese Prop nicht mal in meinem Component Code. Jetzt sind mir direkt irgendwie mehrere Wege, das zu testen einzufallen, diese Small Prop. Und ich order die mal in von dem, was ich als schlechtester und am wenigsten resilienter Weg empfinden würde. Ich verwende dann immer irgendwie als Gegenteil von resilient, verwende ich oder hört man häufig brittle, also brittle, brüchig irgendwie. Test bricht schnell, obwohl er es nicht sollte. Vom schlechtesten zum besten. Und zwar die erste Variante ist natürlich, ich rendere die Component einmal ohne die Prop und dann lese ich mir da irgendwie ein Padding raus, um zu gucken, ob diese Prop überhaupt irgendwas macht und sage, ja, expect Padding top to equal 10 Pixels oder sowas. Ja, und das gleiche halt nochmal für den anderen Zustand, wo es vielleicht 20 Pixel sind, ohne die Small Prop. Das wäre für mich so, sag ich mal, ist natürlich ein naiver, naheliegender Approach, wäre für mich aber erstmal kein guter. Warum? Wen interessiert es, wenn es jetzt 11 statt 10 Pixel sind? Im Endeffekt habe ich da nur den Production Code wiederholt. Also diese 10 Pixel Value, der stand auch schon in der Komponente drin. Und wenn ich das jetzt ändern will, wenn sich die Design Guidelines geändert haben von meiner Komponente oder wonach auch immer ich designe und das auf 9, 11, 8, 12, was auch immer ändere, dann ändere ich das da im Production Code und dann muss ich es nur im Test zusätzlich noch einmal ändern. Und entweder, also so, der Code wird ja hoffentlich reviewed und wenn das da jetzt tatsächlich unintended war, diese Änderung, dann bringt es nicht wirklich was, dass der Test das gefangen hat, sondern entweder das fällt in der Code Review auf, dass man das an beiden Stellen geändert hat, oder es fällt nicht auf. Insofern hat sich da diese Duplication von diesem Wert nicht wirklich gelohnt. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist, man könnte den Wert jetzt snapshotten. Am besten natürlich ein Inline-Snapshot, ist nur irgendwie eine Zeile, vier Zeichen, 10 px. Jetzt kann man den Wert snapshotten. Das ist aus meiner Sicht erstmal ein legitimer Snapshot-Use-Case. Also ich würde diesen Snapshot da für als besser als das to-equal erachten, weil es eben, wenn man es dann mal updaten möchte, einfacher geht. Dafür sind Snapshots ja im Endeffekt da. Einfacher den Expected Value zu schreiben, beziehungsweise er wird für einen geschrieben. Besser, aber aus meiner Sicht noch nicht wirklich das, was man eigentlich mit dem Test aussagen möchte. Und da komme ich dann jetzt zu dem, was sicherlich für viele nicht mehr naheliegend, aber aus meiner Ansicht nach die richtige Art und Weise ist, dieser Test zu schreiben. Und auch gar nicht mal minimal länger nur. Und zwar, was sagt dieser Test aus? Diese Prop heißt small. Und dieser Test dementsprechend dann, Component renders a small button when given the small prop. Wie auch immer man es formulieren möchte, konkret. So, und small ist eben smaller als die large-Variante, als ohne die Prop zu parsen. Also, was macht der Test? Ich render die Komponente einmal im Normalzustand, ohne die Small Prop, lese mir das Padding aus, speichere mir das Padding, das ist in dem Fall dann 10 Pixel, der String 10 Pixel, dann re-render ich die Component einmal und füge die Small Prop hinzu und lese mir nochmal das Padding aus. So, jetzt habe ich eine Before und After, also Without Small und With Small.
So, und jetzt mache ich meine Assertion. Und zwar, und das ist der Grund, warum es ein bisschen länger ist, der Test, als die bisher genannten Sachen. Erstmal mache ich einen Replace auf die Strings und strip das Pixels hinten weg oder EM oder was auch immer man hat. Das ist ja ein einfacher Dot Replace mit einem Zwei-Charakter-Regex und dann einem Empty String, also durch nichts ersetzen. Dann habe ich 10 und 10 in dem einen String und 20 in dem anderen String. Das konvertiere ich zu einer Number. Expect small padding to be less than big padding. Fertig. Das ist, wie ich so einen Test schreibe, und der geht nicht kaputt, wenn ich den small Wert auf 12 ändere. Der geht auch nicht kaputt, wenn ich den big Wert auf 18 ändere. Der Test hält, und der Test stellt aber gleichzeitig sicher, dass diese small prop ihren Job tut, weil es ja less than ist und nicht equal, less than or equal. Das ist ein für diesen Case maximal resilienter Test, würde ich sagen. Und finde ich, illustriert sogar auch nochmal schön, wie einfach, weil man denkt, es ist so ein triviales Beispiel, so eine Button Component und eine Small Prop, so ein ganz einfaches Stück UI. Aber ja, wie es da trotzdem eben Unterschiede geben kann, und ich möchte auch ein bisschen einfach irgendwie encouragen, dass man Tests eben nicht so blind nach immer demselben Schema schreibt, vor allem nicht natürlich, wenn das Schema immer ganz viel Snapshotten ist, sondern dass man halt wirklich irgendwie, ja, sich, wenn man den Testcase erstellt, mal drüber nachdenkt, was möchte man mit diesem Testcase eigentlich sagen, und man drüber nachdenkt, was wirklich kreativ nachdenkt einfach, was ja aus meiner Sicht irgendwie immer so ein bisschen unser Job ist, diese Art von Kreativität, drüber nachdenkt, was man jetzt vielleicht für unorthodoxe oder noch nicht so, vorher noch nicht so verwendete Arten hat, zur Verfügung hat, diese spezielle Stelle von Code zu testen. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Thema, glaube ich, mit dem man sich halt ultra viel auch befassen kann, gerade wenn es halt dann um so Themen geht, wie, weiß ich nicht, irgendwelche CSS-Eigenschaften mit abzutesten oder ähnliche Geschichten, habe ich auf jeden Fall in der Vergangenheit auch immer sozusagen als ein Problemfall wahrgenommen, aber vielleicht braucht man halt auch irgendwie noch was anderes als zum Beispiel nur so Property-Tests, wenn es halt um ein Frontend geht, ne? Sei es beispielsweise irgendwelche UI-Tests, die man dann halt auch in einem echten Browser ausführen kann oder sowas, was Peter und ich ja auch mit Warhol so ein bisschen versuchen, oder ähnliche Sachen, wo man einfach sagt, okay, wir wollen mal echte Komponententests machen und abseits neben Snapshots, ne, halt Screenshots, dann auch noch was zu haben, was vielleicht ja ein bisschen näher im Browser stattfindet, weil wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ist halt unheimlich schwierig auch, einen JS zum Beispiel in einem Browser laufen zu lassen, und dann nimmt man da halt doch wieder JS-DOM und ist das dann das Wahre und so weiter. Ja, aber nur, das sage ich jetzt mal irgendwie meine wahrscheinlich wichtigste Message, die ich irgendwie mitgeben wollte, nicht untergeht. Das war jetzt ein Beispiel, aber das ist aus meiner Sicht keineswegs eben auf UI-Tests limitiert, sondern auch schon diese spezielle Art von Tests schreiben, die zu brittle sind, nämlich to equal oder Snapshot, was ja aus meiner Sicht, wie gesagt, nur eine abgewandelte Form von to equal ist, auch diese spezielle Art, brittle Tests zu schreiben, wo man eben to equal verwendet, obwohl man vielleicht eigentlich etwas, ja, weniger Spezifisches ausdrücken möchte, nämlich zum Beispiel diese Relationship zwischen zwei Sachen, also ob das eine less than oder was auch immer für eine Relationship ist, das erstreckt sich eben auf weit mehr als UI-Testing. Also das mag jetzt trivial klingen mit diesem Padding, aber in dem Fall fand ich es halt, sag ich mal, legitimiert, weil es ist halt irgendwie vielleicht die einzige Art, irgendwie überhaupt rauszufinden, ob diese Small Prop funktioniert oder ob sie einfach jemand zwischendrin entfernt hat. Und es ist aber auch so, dass man
diese überspezifischen Tests, überspezifisch durch eine große, durch ein To-Equal mit einem sehr spezifischen Expected Value oder überspezifisch aus anderen Gründen eben nicht nur in UI-Code finde, sondern durchaus auch in, ja, in Code von Backends, in Code von Tooling wie Jest selber. Ja, nur dass das vielleicht nicht untergeht. Dieses einen Test schreiben, der passt und der failed, wenn man bestimmte Sachen im Code ändert, ist da die eine Sache. Aber eben, ja, zur Testqualität gehört eben auch ein Faktor, wie resilient ist der Test und wie leicht wird er rot, obwohl ich nur Implementation Details abgeändert habe oder obwohl ich nur Sachen geändert habe, die eben noch irgendwie im Rahmen des Akzeptablen liegen, weil das bestimmt halt am Ende auch wieder, wie viel Maintenance-Aufwand dieser Test denn hat und wirkt sich dementsprechend auch darauf aus, ja, inwieweit sich Tests überhaupt für einen lohnen, weil wenn man wirklich immer super spezifische Tests hat, dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo der Aufwand, diese Tests zu maintainen, weil man mit jeder Codeänderung das die fünffache Menge an Tests nochmal, an Testcode nochmal ändern muss. Wenn man an der Stelle ankommt, dann, ja, lohnt es sich irgendwann kaum noch Tests zu schreiben. Dann glaube ich auch, hat man irgendwann keine Lust mehr, Tests zu schreiben und gute Tests schreiben, weil man alleine schon so viel damit beschäftigt ist, bestehende Tests dauernd leicht anzupassen. Also ja, das ist irgendwie die Gefahr oder das ist irgendwie der Grund, warum man eben diese resilienten Tests meiner Ansicht nach braucht. Und ein bisschen das, was ich damit sagen wollte, auch über UIs eben hinaus, weil für spezifisches UI-Testing hatten wir ja schon mal eine Episode. Ja. Ja gut, ich glaube, wir sind auch jetzt schon ganz schön tief reingegangen. Gibt es noch ein Thema, was du noch irgendwie auf der Platte hast, wo du sagst, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen? Ach, also dieser Brittle versus Resilient Tests Blog war eigentlich so der mir am wichtigsten war oder der, über den ich immer gerne rede. Und da könnte man jetzt nochmal auf irgendwie spezifischere Sachen eingehen, was damit irgendwie zusammenhängt. Zum Beispiel, ja, auch schon wieder bei UIs gibt es immer dieses Shallow Rendering, wo ich und ja auch manche andere nicht so viel von halten, um das schon mal vorwegzunehmen. Also es gibt noch ein paar spezifische Sachen, auf die man eingehen könnte, aber nee, ich glaube, wir sind ja auch schon bei einer guten Zeit. Das, was mir wichtig war, habe ich auf jeden Fall gerade rübergebracht, würde ich sagen. Ja, die Frage ist halt, ob das jetzt gerade ein Teaser war für eine Version 3 von oder und für eine Revision zu dem Thema. Aber ich glaube, vielleicht um Shallow Rendering, jetzt hast du es schon angeteasert, nochmal irgendwie auch kurz zu besprechen. Shallow Rendering, da geht es ja grundsätzlich darum, dass man bei so einem Snapshot-Test beispielsweise nur die oberste Ebene eines Komponententrees praktisch rendert und diesen dann im Snapshot auch entsprechend vergleicht versus Mounting, wo man den kompletten Tree sozusagen mit abtestet. Ist das korrekt? Ja, genau. Also die Terminologie Mounting ist jetzt, glaube ich, irgendwie, oder das Mounting impliziert, dass es nicht shallow ist jetzt, glaube ich, enzymspezifisch. Ja. Aber ja, prinzipiell geht's darum. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass React Testing Library zum Beispiel, was ich zumindest und ein bisschen als ja die moderne oder den Nachfolger von Enzym ansehe. React Testing Library unterstützt zum Beispiel dieses Shallow Rendering gar nicht mehr explizit. Einmal, weil sie es discouragen wollen, aus den gleichen Gründen, wie ich das auch kritisch sehe. Da hat einer der Maintainer von React Testing Library, Ken C. Dodds, auch irgendwie einen Blogpost drüber geschrieben, warum Shallow Rendering harmful ist. Aber auch, weil am Ende des Tages ist Shallow Rendering kann sowieso auch anders produziert werden, gerade in Jest, wo man so großartiges Mocking hat.
indem man nämlich einfach die Child Components, die da mitgerendert werden, sonst bei einem Deep Render, also Non-Shallow Render, indem man die Child Components einfach mockt und durch Komponenten ersetzt, die nichts rendern oder die einen Placeholder String oder was auch immer rendern. Ist im Endeffekt das Gleiche, braucht insofern gar nicht wirklich Testing Framework Support. Ja, genau, aber Shallow Rendering, um vielleicht jetzt schon dazu zu kommen, Shallow Rendering ist im Endeffekt immer Implementation Detail Testing. Warum? Um es ganz plump zu formulieren, es ist ein Implementation Detail, ob die Komponente alles HTML und CSS und alle Effekte und Requests, die sie macht und Side Effects, die sie verursacht, ob die Komponente das alles selber macht oder ob die Komponente in Child Components unterteilt ist. Sicherlich ist Letzteres bessere Practice bei großen Komponenten, dass man die unterteilt, aber am Ende des Tages ist es ein Implementation Detail. Und das hört sich jetzt vielleicht dogmatisch an, warum ich das für problematisch halte, dieses Implementation Detail zu testen, ist im Wesentlichen, es erschwert das Refactoring. Man kann eben nicht so leicht Komponenten zerlegen, wieder zusammenführen, die Struktur ändern, also bestimmte Responsibilities aus einer Component in eine andere Component verlagern, Verhalten nach oben ziehen, Verhalten nach unten ziehen, all sowas. Noch problematischer wird's dann, wenn man irgendwie Tests fährt auf was für Properties an der Child Component passed werden, weil das ist ja eigentlich auch ein Concern der Child Component und der Component, die sie intern verwendet. Also mit Shallow Rendering macht man sich das Refactoren schwer. Und weil man eben so viele Tests anpassen muss, wenn man bestimmte Sachen an den Interfaces der Komponenten und an der Struktur der Komponenten verändert. Und wieder Sekundärfolge, wenn man es eben, je stärker man es macht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass nötiges Refactoring passiert. Weil es eben so ein Aufwand ist und weil man es lieber alles so lässt, wie es ist. Und das ist im Wesentlichen der Punkt, den Kent C. Dodds in diesem Blogpost primär zumindest kritisch sieht und den ich auch kritisch sehe, warum ich nur in ganz krassen Ausnahmefällen, wo es irgendwie anders ultra schwer wäre, überhaupt Components, also Child Components, mocken würde. Okay. Ja, auch ein Thema, was wir dann sozusagen noch mitgenommen haben. Ich glaube, was du ja auch sagst, dass man jetzt auch sieht, dass es in neuen Libraries eventuell dann nicht mehr die Funktionalität entsprechend dafür gibt, wie jetzt neue Libraries ist auch ein Thema für sich. Ne? Testing Library gibt es jetzt auch schon irgendwie 2 Jahre oder länger. Richtig. Was ich vielleicht auch kurz angeschnitten habe, ich habe, als ich gesprochen habe von, was die Komponente im Endeffekt für HTML rendert und was sie für Side-Effects vielleicht hat, also Requests ausführt oder ähnliches, das ist auch ein ganz spannendes Thema, womit ich auch häufig sehe, dass Leute damit strugglen. Was sind eigentlich die Inputs und Outputs von einer UI-Component und was ist Implementation Detail? Ich glaube, viele verstehen, dass man vielleicht jetzt nicht Tests oder Assertions laufen lassen sollte auf den State von einer React-Component, was ja irgendwie in Enzyme, glaube ich, sogar noch relativ leicht möglich ist, wo es ja, glaube ich, sogar Helpers für gibt, irgendwie die Component, die Class-Component-Instance zu kriegen oder sowas. Das ist, glaube ich, relativ uncontroversial oder relativ naheliegend und das sehe ich auch nicht, dass das viel gemacht wird. Aber so wirklich eine gute Definition von, was die Inputs und Outputs von einer UI-Component sind und was man damit eben für wirklich user-sichtbare Effekte oder Seiteneffekte dann auch testen möchte, also was die Testcases überhaupt abdecken sollen, da bekomme ich immer wieder mit, dass da viele
Probleme mit haben. Und was mir da vor vielen Jahren schon sehr geholfen hat, ist, dass ich ein kleines Framework, dass ich mir zumindest mal irgendwie die Tutorials durchgelesen habe und ein bisschen experimentiert habe mit einem kleinen Framework namens Cycle.js. Kennt das einer von euch? Mhm. Ich auch nicht. Das ist auch ganz spannend. Bisschen schade, dass es sich nie durchgesetzt hat. Das ist so ein 100% Reactive Framework. React ist ja das, da ist ja irgendwie das Ironische, dass React im Namen hat, aber eigentlich gar kein Reactive Paradigm hat. Oder ja, kein Reactive Paradigm folgt. Cycle.js ist da das genaue Gegenteil. Das ist relativ klein. Das ist von im Wesentlichen von Andre Stalls geschrieben, der auch an RxJS groß beteiligt war. Mittlerweile, Andre Stalls arbeitet da immer noch dran. Es gibt auch einen anderen Maintainer mindestens noch, der da wirklich viel dran macht. Und es hat so ein paar User, aber es ist eben nie wirklich groß geworden. Und was Reactive da dann eben heißt, ist, eine Component hat als Inputs und Outputs, die alle explizit deklariert sind, wirklich nur Streams. Und Streams heißen halt in manchen Libraries auch irgendwie Observables, in RxJS zum Beispiel. Ja, sind halt Dinge, die über Zeit verteilt Werte emitten. Und an diesem Framework, mal abgesehen davon, dass ich irgendwie die Konzepte cool fand, hat man wunderbar gesehen, was die Inputs und Outputs von einer Component sind, weil der Parameter von einer Component-Funktion, die Parameter eben genau die Inputs waren und die Return-Values von der Funktion eben genau die Outputs, und Seiteneffekte sind nicht erlaubt. Seiteneffekte passieren alle in sogenannten Drivers im Framework. Und Beispiele für Output sind da eben, das klassische Output ist natürlich DOM, also man möchte irgendwie Elemente sichtbar machen. Insofern ist, das ist da dann ein Stream von DOM-Elementen. Also wenn meine Component jetzt einen Input-Field vom Typ Text rendert, dann emittet sie auf diesem Stream dieses Input-Field-Element. Also es ist Virtual DOM, ähnlich wie bei React auch. Und wenn sich daran eben was ändert, also wenn, keine Ahnung, wenn sich der Value von dem Input-Field ändert oder ja, wenn sich in der Component der gerenderte Text, die gerenderten Styles, was auch immer ändern, dann emittet die Komponente eben ein neues Element. Und Inputs sind halt zum Beispiel ja Props, wie in React, beziehungsweise ein Stream von Props, weil man Props natürlich auch von außen updaten kann. Und dann gibt's aber eben auch die nicht mehr ganz so intuitiven Inputs und Outputs, die häufig sich irgendwie in Side-Effects verbergen. Zum Beispiel, was ist ein HTTP-Request und eine HTTP-Response, die Component macht? Naja, der Request ist ein Output der Komponente, und so wird das in Cycle.js auch modelliert. Das heißt, man emittet ein Objekt, was den HTTP-Request beschreibt. Und die Response, die dann eben zeitlich versetzt wieder reinkommt, ist ein Input der Component. Das heißt, auf einem Stream, der eben auf einem Input-Stream, der diesem Output-Stream zugeordnet ist, wird dann eben für einen von dem Driver in die Komponente rein eine Response emittet. Da sieht man sehr gut, was Inputs und Outputs von einer UI-Component eigentlich sind. Ähnlich, ja, weiß nicht, Local Storage Reads und Writes. Also da hat man zum Beispiel auch einen Read-Request und eine Read-Response, die dann wieder eine Input der Komponente ist. Und das, finde ich, hat mir damals und würde, glaube ich, auch einigen heute immer noch, das Framework ist ja auch immer noch aktiv maintained, helfen, vielleicht ein bisschen ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was die Inputs und Outputs einer UI-Component sind und dementsprechend auch, was man testen sollte, weil am Ende ist der Test ja der Driver. Das gibt's, glaube ich, sogar in der Literatur, für Theorie von Testing heißt es, glaube ich, sogar manchmal Test-Driver im Endeffekt.
ist der Test der Driver. Und der Test muss nämlich diese Inputs bereitstellen und diese Outputs der Komponente entgegennehmen. Und dann, naja, basierend auf den Outputs, zum Beispiel basierend auf einem Request, der abgefeuert wurde, muss der Test die Response liefern. Das macht man ja häufig mit HTTP-Mocking dann. Und basierend auf den Outputs der Component muss dieser Test ja die Assertions machen, um zu gucken, ob sich die Component überhaupt richtig verhalten hat. Ja, und das so explizit zu sehen in einem Framework wie CycleJS finde ich einerseits sehr cool und andererseits, glaube ich, auch sehr, ja, lehrreich, wenn man das eben, ja, wenn man wirklich in der Code-Struktur immer fixe Stellen hat, wo alle Inputs und Outputs einer Component durchgehen müssen, und wo auch nur die Inputs und Outputs einer Component sind, so dass man da wirklich direkt sehen kann, was ist Implementation Detail und was nicht. Ich möchte nur kurz nochmal den Hinweis geben, dass wir 2015 tatsächlich, und zwar am letzten Tag von 2015 in der Revision 247 bereits mal über Reactive Programming mit CycleJS und Ähnlichem gesprochen haben. Der Khalil war da unser Gast zu dem Zeitpunkt und genau, der hat da auch auf jeden Fall Ahnung. Schade, dass er jetzt nicht da ist, aber das sozusagen für die interessierten Hörerinnen und Hörer noch als Hinweis. Ansonsten denke ich, dass wir über einiges gesprochen haben, wo wir jetzt vielleicht einige Kommentare bekommen könnten, was wir dann bestimmt für die dritte Revision mit dir dann benutzen können. Also allein ich glaube, ich hätte noch super viele Sachen, die mir jetzt im Kopf rumschwirren, ganz viele zu Chest. Zum Beispiel nochmal dann auch zurückgehend auf diese ganze Open-Source-Geschichte, wie sich das eigentlich anfühlt. Ich glaube, jedem sind irgendwie die Probleme bekannt und das größte Problem, wie bekommt man dann eigentlich Geld oder beziehungsweise wie macht man es eigentlich neben dem Job oder ob das jetzt so Sachen sind, wie du hattest es erwähnt, mit CSS zu testen beziehungsweise Paddings abzutesten. Ich glaube, da kann man auch ganz lange drüber sprechen, ob das etwas ist, was man jetzt machen sollte, was man machen darf. Da ist immer sehr viel Kontrovers. Ist, was ich immer so höre. Und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer da bestimmt viele Kommentare dazu schreiben können. Jetzt hatte ich ja nur ein paar Beispiele genannt. Und um zu wissen, ob es dann eine dritte Revision mit dir geben wird, folgt uns doch einfach auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, solange sie es noch gibt und zu keinen weiteren Aufruhren sorgen. Und vielleicht seid ihr ja auch selber bei Open Source mit beteiligt oder sogar bei Playwright oder sonstigem. Bei Cypress hatten wir auch eine Revision zum Beispiel mit dem Tobias Struckmeier. Das war die Revision 458. Vielleicht finden wir jetzt noch jemanden für Playwright. Dann sagt uns doch gerne Bescheid, falls ihr hier bei Working Draft auch einmal Gastsprecherin oder Gastsprecher werden wollt. Hans, habe ich was vergessen? Ich mache das hier zum ersten Mal mit dem Auto und ich bin ganz nervös. Ich finde, du hast das ganz, ganz gemacht und vielen Dank dafür. Ich glaube, uns bleibt nur einfach noch Danke zu sagen an dich auf jeden Fall, dass du bei uns warst, Tim. Das war großartig. Und ja, überhaupt kein Problem. War auch auf jeden Fall wieder cool und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, irgendwie hat man immer noch, man denkt immer, man hat über alles gesprochen, was das Thema betrifft, aber irgendwie trocknet es dann doch nie aus und es kommen irgendwie immer mehr Themen auf und weiß nicht, über bestimmte Sachen, so wie Testing, kann ich einfach stundenlang reden, glaube ich. Daran merkt man halt, dass du ein Experte bist auf dem Gebiet und dich super aus zu so vielen Themen auch eine Meinung und Ideen hast. Von daher nochmal vielen Dank. Großartig, dass du da warst und ich bin sicher, du wirst nochmal zu hören sein bei uns. Daher komm gerne wieder. Ja, gut. Dann ciao und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.